Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wie gesagt, wir mischen uns hier mal ein. Ah, okay. Die Bullen haben es geregelt. Naja, wir haben wenigstens ein, zwei Leute umgebracht. Alles gut bei euch? Alles gut. Okay, halbwegs gut. Psst. Und hier ist auch irgendwie wieder was los. Eine Leiche im Container oder was? Ah, ne. Ein schönes Hazmat. Was? Im Container. Rückholen. Ach nee. Wieso hört er jetzt manchmal eigentlich einfach auf? So, get away. Okay, lass mal kurz schauen. Einen kurzen Ping. Kamerasteuerung. Michael. What the fuck? Entweder ist es verpackt oder keine Ahnung was. Ich glaube, das ist verbuggt. Naja. Dann halt so. Was auch immer hier wieder passiert ist. Nix im Auto. Aber das Auto steht hier so auffällig herum. Wollte ich gar nicht. Neutralisierter, sichere Material. Alter, halbiert habe ich den. Okay, das ist ein Gespräch drin. Alles so auffällig hier. Ein Laptop. So ist das Gespräch. Susan und Peter. Nichts ist jemals krass genug daran. Ist nur dieser Scheißjob schuld. Habt ihr doch gesagt, bleib in der Prävention. Wenn du den ganzen Tag abgefuckte BDs bearbeitest, wirst du selber auch total abgefuckt. Tschum, das Gefühl, wenn du aus dem Mordopfer rausspringst, das ist abnormal. Fühlst dich so richtig lebendig. Ich bin verdammt nochmal süchtig danach, verstehst du? Ja, schon klar. Bist nicht die erste Editorin bei der Polizei, der das passiert. Gibt's kein Hilfeprogramm beim NCPD oder sowas? Beim NCPD? Komm schon, du arbeitest doch nicht erst seit gestern hier. Was das NCPD angeht, bist du da voll auf dich allein gestellt. Pass auf, ich kenne da wen. Macht ein paar krumme Dinger, ist aber voll in Ordnung. Der verkauft dir ein paar Aufnahmen. Einmal angefixt, immer angefixt. Bist nicht die Erste. Aber man kann damit leben. Tu mir nur einen Gefallen und kreuz da nicht in Uniform auf. Für wie blöd hältst du mich?
Hey, das war nicht so persönlich gemeint. Ich weiß aber, dass solche Treffen in die Hose gehen können. Wollte es bloß gesagt haben. Okay, zumindest in Uniform ist sie nicht aufgetaucht. Aber lief dann wohl doch schief. Michael und Sascha? Was zur Hölle? In welchem Scoop hast du mich da geritten? Die Schlampe hat eine scheiß Marke im Auto. Sie ist ein scheiß Cop. Oder besser war. Glaubst du etwa, ich wusste das nicht? Hab der Fotze schon einige Bilis vertickt. Und hast nichts gesagt? Fuck ey, wie sollte ich denn wissen, dass die Tussi das für sich ganz allein haben wollte? Hab gedacht, das war eine Falle. Also hast du sie umgelegt? Da kannst du deinen Arsch drauf verwetten. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Scheiße. Verwisch die Spuren, werd die Leiche irgendwie los. Beeil dich. Joom, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Irgendwie sind hier alle blöd. Oder alle halten sich für blöd. Kamera war ausgeschaltet, sehr nice. War die Marke in diesem Auto? Nö, ich sehe zumindest nichts. Okay, da gibt es ja noch einen Laptop. Was anderes. Susan Sataro an Sascha Wasson. Ich hab mir bereits alles aus der letzten Lieferung angesehen. Auch schärfste, echte und brutale Folter. Ich will mehr, was Härteres. Ich wusste, dass es dir gefällt. Tut es so braven Mädels wie dir immer. Zurück zum Thema. Das harte Zeug hat natürlich keinen so klangvollen Namen. Ich denke, BD9430 könnte dir gefallen. Aber Vorsicht, das ist echt nicht ohne. Da kannst du schon mal die Sicherung raushauen. Kurz gesagt, du wirst getötet. Aus der Sicht von irgendeinem Joom. Echte Panik und dann orgasmisches Gleiten in die Bewusstlosigkeit. Echt abgefuckt. Der Kerl, der den Joom getötet hat, ist wirklich ein Künstler. Aber ich will dich nicht spoilern. Ach ja, ich kann diese Lieferung nicht selbst übernehmen, aber mein Kumpel Michael wird dir das Ding bringen, wenn du es haben willst. Spar dir dein scheiß Marketinggelaber. Schick einfach deinen Kerl los. Na dann, ist aber jemand gierig. Michael ist auf dem Weg. Gleiche Koordinaten wie beim letzten Mal. Schade, schade. Die hat's erwischt. Diese BDs sind eigentlich ein bisschen wie VR, könnte man sagen. Nur halt noch fortgeschrittener. Weil in VR kann man ja eigentlich auch so gesagt aus der Sicht jemand anderes sterben. Und ich glaube, es kommt ziemlich nah dran. Schätze ich jetzt mal. Alright. Egal. Ab zum nächsten. Noch der hier und dann Map 10 Palin. Ehrlich gesagt schon, ja. Was? Nix. Ah! Hä? Als ob ich den nicht treffe. Okay, Revolver sind. Nice Rolle. Sind irgendwie nicht so meins, wie es aussieht. Habt ihr diese Rolle gesehen von dem Typen? Sehr nice.
Junge, ernsthaft? So. Aber Revolver haben halt eine höhere Kraft eigentlich. Also machen mehr Schaden. Schade. Ich hoffe immer noch, dass irgendwann mal so eine Garage öffnet, so eine Tür. Wenn man da anruft. Aber wird wohl fast nie der Fall sein. Nee. Also vielleicht nur bei der ersten Mission, die wir da gemacht haben. Oh shit. Gibt's auch noch so ein Ringapparat? Nix. War's das denn hier jetzt schon oder gibt's hier noch was? Irgendwas Bestimmtes oder Spezielles habe ich ja nicht eingesammelt. Das war gar nicht der NCBD-Auftrag hier. Habe ich erst gerade jetzt gesehen. Das war das gar nicht. Der NCPD-Auftrag ist hier unten. Kurz mal wieder mal speichern. Ja, nie vergessen. Der andere wird gleich sterben. Also, I'll fuck you up, whore! Ernsthaft, sie wird nicht sterben. So trifft der Typ mich. So, Alter. Ah, Auftrag. Ja. Schön, dass wir Erfahrung bekommen, aber der Splitter sollte doch kurz mal auftauchen, bitte. Guillotine. Da ist er. Ein neues Leben. Auftragskiller. Marvin Hilton. Ingenieur bei Zetatec. Ort-Tracking-Drohnen folgen. Details. Hey, hab einen Vollidioten namens Marvin im Visier. Er hat Daten und Geld vom Konzern dabei. Ich will alles haben. Mir egal, was mit Marvin passiert. Hab gehört, der Trottel will in Venezuela ein neues Leben mit einer Tussi anfangen. Dass ich nicht lache. Dafür verlässt er den Konzern? Vollidiot. Am Geißen ist eigentlich, wie ich das überhaupt rausgefunden habe. Seine Alte dachte, er betrügt sie. Hat mich angehört, um ihn zu beschatten. Habe ich gemacht und seinen kleinen Chatverlauf mit einem Schmuggler dabei gefunden. In meinem letzten Leben habe ich wohl irgendwas richtig gemacht. Der Kerl ist eine scheiß Goldgrube. Die Schmuggler sammeln ihn in Pacifica auf. Dort findest du Marvin. Und den haben sie wohl schön geköpft. Naja. Katana. Oder war das Marvin? Ne, das waren Söldner. Das hier war wohl Marvin. Fluchtplan. Stadt La Paragua. Kontakt vor Ort Eva Seguro. Tritec. Passwort Más vale tarde que nunca. Finanzielle Mittel, Koordinaten. In meinem alten Archer Hella Potomac, Pacifica Boulevard. Ganz kurz. Sprache übersetzen. Aber besser spät als nie.
heißt das ganze Passwort. Ich mache das nur, weil es mich interessiert. Begib dich zu Marvin Hiltons Auto. Ah, eben, das war ein Auto von ihm. So. Sonst gibt es hier nichts mehr, also wieder so ein cooler Rollator. Wir nehmen mal das Auto hier. Jetzt 270 Meter entfernt. Ach so, oben. Was ist hier los? Das bringt uns ja fast dahin, wo wir hinwollen eigentlich. Ernsthaft? Naja. Wer der Typ uns hinten rein? NC-Bewohner? Kann man da hoch? I mean, what kind of bored out motherfucker you gotta be to survive even one damn day? Fabian says they dump all the worst cyber psychos in there. Like one big psycho death match. Choom should swap his dealer. Don't even know the last time I heard stop like that. So much. Saw a guy once. Came out of there for a second. Locked eyes. Yeah, was ist das hier? Hotel. Da unten sollen Cyberpsychos sein. Hm. Elektrischer Alpha-Schlagstock. Schön. Und Komponente und Gespräch. Marvin Hilton und gelöscht. Mr. Hilton, ein guter Rat. Bitte ändern Sie nichts an Ihrer täglichen Routine. Wir möchten verhindern, dass einer Ihrer Kollegen oder Ihre Familie Verdacht schöpft. Bitte kommunizieren Sie ausschließlich über dieses Telefon mit mir und nehmen Sie nur Kontakt zu mir auf, wenn es absolut notwendig ist. Und was soll ich jetzt tun? Moment. Okay, ich schicke Ihnen die Koordinaten unseres Treffpunkts. Zu Ihrer und unserer Sicherheit erhalten Sie nur Informationen zum ersten Transferpunkt und sonst nichts. Nichts, auch nichts. Und sonst nichts, auch nicht unterwegs. Wichtig, konsumieren Sie keinerlei Alkohol. Konsumieren Sie weder Braindances noch Drogen. Loggen Sie sich in keinen unbekannten Netzwerken ein. Vermeiden Sie den Kontakt mit unbekannten Personen. Ja. Marvin. Hat nicht gut geklappt. Schade. Hätte dir das Leben gegönnt in Venezuela. Aber man kann halt nicht alles haben. Okay, bevor wir weitergehen, oder besser gesagt, die Folge hier beenden. Wer seid ihr? Rowdy, Scavenger. Ich hätte vorher nachladen sollen. Naja. What? Ich liebe diese Schrotflinte. Ich liebe sie. Alter, Arme, Beine weg, alles weg. Schön. Nee, was? Kommen wir da hoch?
Schade. Naja, wie gesagt, ich würde sagen, das war's für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und dann geht's endlich weiter mit der Story-Mission. Haut rein, Schums. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.